Hallo Leute, Marc Bellinghaus ist wieder hier, euer Influencer. Heute geht es um den Kampf von GdBaNV zur Verbesserung der Arbeitsverträge. Hier habe ich ein Beweismittel, das habe ich schon mal in einem anderen Video kurz aufgeführt. Das ist über diese Sache Landgericht Münster die Beweiserbringung von Altmann Fröhlich, das ist die Rechtsanwaltskanzlei für das Theater der Stadt Münster, CO Kost-Tollmein, Katharina Kost-Tollmein, Remzi Al-Khaleesi und natürlich auch der angeblichen Autorin von Kinderhäuser, Karen Brace. So, hier ist für den Herrn Raphael Wessermeier, der mich jetzt aktiv beschießt mit seiner Rechtsanwaltskanzlei, die nebenbei auch die gleiche Rechtsanwaltskanzlei in Köln von einer gewissen Carola von Seckendorf ist. Ja, das ist reiner Zufall natürlich, ganz klar. So, hier ist Glaubhaftmachung, vermeintliche Kündigungen. Ich lese das mal vor, die Behauptung des Antragsgegners, das bin ja in dem Fall ich, die Generalintendantin der Antragstellerin, habe 45 Mitarbeitern grundlos und fristlos in der Zeit von Corona kurz vor Weihnachten gekündigt, entspricht wie vom Antragsgegner selbst an anderer Stelle dargelegt nicht den Tatsachen. Auf seinem Blog B wie Beweis legt der Antragsgegner in einem Post vom 18.11.23 selbst dar, dass das Vorgehen der Generalintendantin rechtlich zulässig war. In Klammern, offiziell durfte sie das sogar. Genau, und deswegen geht ja die GdBa auch auf die Straße, auch mit einem Vizepräsidenten Raphael Wessermeier, der die Arme über dem Brustkorb verschränkt wie alle anderen und für bessere Verträge ist. Ja, und dann habe ich ihn erwischt, wie er eine Schleimer-E-Mail an eben diese Generalintendantin geschrieben hat und sich in übelster Weise angebiedert hat, dass es wirklich schon peinlich ist und gesagt hat, ja, ich komme jetzt als Landesvertreter, Landesvorstandvertreter nach Münster, dann lernen wir uns kennen. Herr Wessermeier, Sie können das machen, so tief und wo immerhin Sie wollen, aber Sie brauchen mir deswegen nicht den Mund verbieten zu lassen, weil das mein Recht ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen sehen, was für ein toller Genosse sie sind. Ja, genau. Das ist für mich intrigant. Das ist für mich falsch und aus dem Grund stehe ich auch dazu. Richtig ist, befristete Arbeitsverträge wurden nicht verlängert. Kündigungen lagen hierin nicht. So, Glaubhaftmachung eidesstattliche Versicherung von Frau Dr. Kost-Tollmein vorgelegt als Anlage AF1. Das Vorgehen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Genau, deswegen geht ja auch Herr Wessermeier auf die Straße angeblich, um für bessere Verträge zu kämpfen. Aber auf der anderen Seite gibt er dieser Frau recht und schleimt sich ein. Und insofern ist er nicht geeignet, meines Erachtens absolut fehl am Platz, sich für das Amt des neuen Präsidenten der GdBa vorzustellen und zu bewerben, finde ich jedenfalls. Und viele andere auch, die mir geemailt haben dazu. Das Vorgehen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen aus dem Normalvertrag. Das ist NV Bühne und bei einem Intendanzwechsel der üblichen Praxis. So wird das runtergespielt von der Kanzlei der Stadt Münster und des Theaters Münster. Ist bei einem Intendanzwechsel der übliche Praxis. Stellen Sie sich vor, es kommt in Ihrem Office, in Ihrem Büro, wo Sie arbeiten, neuer Chef und er schmeißt erstmal die Hälfte der Angestellten raus. So ist das auch üblich, gell? Ja, genau, schön. Glaubhaftmachung, eidesstattliche Versicherung, bla bla bla. So, hier.
Die betroffenen Mitarbeiter erhielten mit 8 bzw. 12 Monaten Vorlauf Nichtverlängerungsmitteilungen und gemäß den Bestimmungen des NV-Bühne Abfindungen. So, Eidesstatter Versicherung, ob das so auch wirklich stimmt, da muss ich erstmal nachfragen von den vielen Leuten, die mir ge-E-Mailt haben. Und einige haben sich auch bereit erklärt, sollte da jetzt noch ein weiterer Prozess im Gericht sein, also beziehungsweise vom Generalstaatsanwalt in Hamm, dann würden die auch aussagen, auch was mit denen gemacht wurde, weil sie wollen mir helfen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, also Herr Westermeier, ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Ich bin offiziell als Vertreter des Herrn Luca Ponti gewählt worden. Insofern bin ich offiziell. Was Sie getan haben, ist eine ekelhafte, unterirdische Lüge, nur damit ich schlechter dastehe. Am Ende ist derjenige, der wirklich ganz beschissen dasteht, ja, dreimal dürfen Sie raten.